Rausch. Okay. Ja, das meine ich halt. Das ist nicht so ohne. Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht, was da jetzt explodiert ist. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Kerbal Space Program in der Version 1.9. Meine lieben Freunde, der Bill ist jetzt dran. Er ist an der Reihe. Er muss gerettet werden. Wir haben ja in dem Rover von Bill, wir sind ja ein bisschen rumgefahren, ne? Wir sind ja bis in dieses neue Kraterbiom gefahren und wir haben ja richtig viele Forschungsdaten jetzt am Start in diesem Rover. Wir haben seismische Messungen vorgenommen, wir haben nochmal Bodenproben genommen, glaube ich zumindest, dass wir das gemacht haben. Wenn nicht, muss ich das gleich nochmal überprüfen, ob wir das auch wirklich gemacht haben. Und jetzt müssen wir natürlich die Ergebnisse wieder nach Kerbin zurückbringen. Und dafür haben wir jetzt mal so einen tollen Senkrechtfrachter gebaut. Da hinten steht er. Und der Plan ist jetzt, dass der Bill mit seinem Rover oder mit seinem Buggy da an diesen kleinen Dockingport da andockt, damit der Buggy erstmal safe ist. Und er dann aussteigt aus dem Buggy und dann in diese Kapsel einsteigt und die Luke schließt sich, dann fliegt er zurück nach Kerbin und landet dort mit dieser Vorrichtung und alle sind glücklich. Ich bin gespannt, ob das so funktioniert. Wir werden sehen. Ja, es könnte sein, dass es auch absolut nach hinten losgeht. Wir werden wahrscheinlich mehrere Versuche brauchen. Jetzt muss ich nochmal schauen, hat der jetzt eigentlich, genau, der hat eine Probe dabei, Probe prüfen. Ein EVA-Bericht hat er auch gemacht. Ja, dann hat er alles eigentlich. Dann müssten wir eigentlich nur andocken. Ich mache jetzt nochmal einen Quicksave, denn das wird hier definitiv sehr Quicksave-intensiv werden heute. Alleine das Reinfahren. Ich habe das alles schon mal getestet offscreen. Sagen wir mal, ich will euch mal spoilern. Ich habe es schon geschafft, ihn zu retten. Gebe ich jetzt mal offen zu. Also es geht. Es ist nur sehr knifflig, weil die Düsensteuerung an diesem Fahrzeug ist nicht besonders einfach, an diesem Rettungsfahrzeug. Und bei unserem letzten Versuch, wo wir das hier gelandet haben, da ist das irgendwie viel weiter weg gewesen. Da hinten steht nämlich noch eins. 23 Kilometer weit weg, da ist nämlich noch eins gelandet. Das war unser erster Landeversuch. Da hätte man aber mit dem Rover über 40 Minuten hinfahren müssen. Und das wäre jetzt nicht so geil gewesen. Dann habe ich das nochmal versucht offscreen und bin dann nochmal hier in der Nähe gelandet. Da muss ich dann nur 2 Kilometer fahren. Das war dann ein bisschen besser. So, jetzt müssen wir aufpassen, weil der wird gerne mal unkontrollierbar, der Buggy, wenn man an die Kanten ranfährt. Das habt ihr gerade gesehen. Ja, genau das. Der fängt dann an zu hüpfen. Da muss man ein bisschen aufpassen hier. Und nicht so sehr da den Rand hochfahren. So, wir müssen den Dockingport treffen. Das ist jetzt gar nicht so einfach. Rückwärts, komm. Fahr. Und nicht ausbrechen jetzt. Das sieht aber schon mal gut aus. Yes! Wir haben angedockt. Hervorragend. So, jetzt ist der Buggy ein Teil von dem Fahrzeug, von dem Dropship. Ja. Und jetzt können wir erstmal wieder quicksaven, würde ich sagen. Immer alles quicksaven jetzt an der Stelle. Weil alles ist jetzt wichtig. So, jetzt müssen wir mit dem Kerbel aussteigen. Mit Bill. Wir killen Bill jetzt sozusagen. Nein, wir killen ihn nicht, wir retten ihn natürlich. Und dann müssen wir mal seine Düsen aktivieren und dann da so hochfliegen. Boing, genau. Perfekt! Den Kopf als Bande benutzt. Über Bande gespielt sozusagen. Da müssen wir greifen. Und dann an Bord gehen. Das hier ist quasi so eine kleine Kapsel, die ich da einfach mal so reingebaut habe. Damit er da auch safe ist drin. Also das heißt, selbst wenn beim Wiedereintritt dieses ganze Fahrzeug hier auseinanderbricht, ist immer noch der Kerbel safe. Und der sollte eigentlich dann vielleicht auch noch sicher landen können, wenn er nicht gerade mit 100 Meter pro Sekunde aufschlägt in der Kapsel. Dann steigen wir mal ein. Und wir hoffen mal, dass das geht. Jetzt. Ich würde sagen, wir fahren mal hier die Luke ein. So, schließen. Und jetzt kommt der echt hässliche Part an der Stelle. Der wird jetzt richtig hässlich, weil ich muss das jetzt mit diesen schwenkbaren Düsen machen. Hier, die Düsen sind ja schwenkbar. Na? Ich mache mal einen Quicksave. Also ich erkläre mal, wie das jetzt funktioniert. Ich muss mir jetzt hier die Servosteuerung für diese Düsen, für diese Düsenpaare, muss ich mir jetzt aufmachen und muss die anpinnen. Und den Zielwinkel muss ich jetzt benutzen, von entweder den vorderen oder den hinteren Düsen, um das Ganze erstmal abheben zu lassen und dann geradeaus fliegen zu lassen, um dann erstmal Höhe zu gewinnen und das Ganze zu stabilisieren.
Und das mit möglichst wenig Treibstoffverbrauch, weil wir brauchen den Treibstoff ja, um zurückzufliegen auch. Das heißt, das wird jetzt spannend. Ich muss mal gucken, ob das mit dem Schwenken auch funktioniert. Ja, das funktioniert, okay. Ist nämlich auch nicht unbedingt immer garantiert, dass das klappt. Wir machen das mal erstmal mit leichten Steuerungsbewegungen. Und ich glaube, hier hinten muss ich dann auch ein bisschen die Düsen nochmal reduzieren. Der erste Start, das kann ich euch schon mal garantieren, der wird ein Fehlstart. Das kann ich euch jetzt schon sagen. Ich muss nämlich erstmal jetzt ein Gefühl für das Fahrzeug kriegen. Wie gesagt, ich habe es schon mal geschafft. Sollte das nicht funktionieren, muss ich die hier nochmal schwächer einstellen. So, viel Palaver, aber wir legen jetzt los. Gucken wir mal, ja. So, jetzt muss ich schauen, dass ich den Zielwinkel von denen hier... Oh shit, okay. Ja, das meine ich halt. Das ist nicht so ohne. Ich weiß jetzt auch gerade gar nicht, was da jetzt explodiert ist. Hey, aber das sieht ganz gut aus. Was habe ich da jetzt verloren eigentlich? Keiner weiß es. Da hinten ist Corbin. Wow. Wenn das nicht geil ist, dann weiß ich es auch nicht. Okay, so funktioniert es eigentlich. Und sogar ohne Naftball gestartet. Ich bin heute ganz harter bin ich heute. Während dem Fahren auf Gelände kann nicht... Was? Vielleicht sollte ich nochmal neu laden. Weißt du was? Vielleicht habe ich doch irgendwas Wichtiges verloren. Ich glaube, ich lade nochmal neu. Wir machen jetzt gleich nochmal... Wir öffnen das nochmal und ich steuere das jetzt direkt gleich von der Kapsel aus. Weil nämlich, ich habe irgendwie das Gefühl, das war vielleicht bei dem... Bei der Kollision hat er vielleicht den Rover verloren. Vielleicht ist das das Problem. Und vielleicht war da irgendwas schiefgegangen jetzt. Okay, egal. Wir machen das einfach nochmal. Das hat ja prinzipiell... Hat es ja funktioniert. Ich muss nur ein bisschen vorsichtiger noch sein mit der Rotation am Anfang. Aber prinzipiell war es ja nicht falsch. So, pinnen wir das mal an. Und hier stellen wir mal den Zielwinkel so ein bisschen runter. So. Und dann muss ich nur wieder rechtzeitig korrigieren, wenn er dann zu weit nach hinten kippt. Ja, jetzt zum Beispiel. Genau, perfekt. Ausgezeichnet, nicht zu weit runter. Erstmal nach oben. Und dann wieder so ein bisschen kippen. Nicht zu viel, nicht zu viel. Schön kleine Ausgleichsbewegung machen. Und dann die Beine einfach. Ich glaube, das war besser jetzt. Oh, guck mal, da unten ist die Duna-Fahne. Die Duna-Fahne, sag ich schon. Die Mundfahne, die wir aufgestellt haben mit Bill. So, jetzt machen wir Stopp. So, jetzt will ich mal gucken, wie sieht's aus? Ja, jetzt sehe ich die Apoapsis. Das war die Kollision gewesen. Die Kollision war schuld. 35.000, perfekt. Da wollen wir hin. Das ist doch geil, das ist geil. In 28 Sekunden burnen. Steuern kann ich auch ganz gut. Also ab hier ist alles safe. Habe ich es doch besser hingekriegt. Da habe ich es doch ganz gut gemeistert jetzt, muss ich mal sagen eigentlich. Das hat ganz gut funktioniert. So, kippen wir mal noch ein bisschen. So, 2 Sekunden und dann los. Ja, sehr schön, sehr schön. Es wackelt ein bisschen, es geht aber alles. Und wir haben genug Treibstoff. Das will ich an der Stelle jetzt auch mal anmerken hier, ja. Es funzt, meine lieben Freunde. Es funzt. Ich find's gut, wenn's funzt. Das gefällt mir. Ich musste nur einmal laden. Und wenn das jetzt geht, ne, wenn ich das jetzt wirklich auf Anhieb hinkriege, ey. Also was heißt auf Anhieb mit einem Fehlversuch? Mit einmal... Einfingern so, dann ist das schon gar nicht so schlecht. Einmal ein bisschen rumfingern und schon geschafft. Das wäre schon mal der Hammer jetzt hier. Passt mal auf. Das wäre mal die Rettungsmission des Jahrhunderts hier. Dann darf nur beim Landen dann der Rover nicht kaputt gehen. So, mach das jetzt mal langsamer tatsächlich. Damit wir hier jetzt nicht die Periapsis versauen. Periapsis kommt runter. Sie kommt runter. Sie kommt. Sie kommt weiter runter. Ich meine, wir könnten jetzt auch erstmal bis hierhin fliegen und die Periapsis dann von hier auch verkleinern, glaube ich. Da geht das ein bisschen besser dann. Machen wir das mal. Da müssen wir nämlich nicht so lange zündeln, glaube ich, wenn wir das von hier machen. Genau, mit diesem Knopf hier, das wurde mir jetzt nochmal erklärt, kann ich zum nächsten Manöver vorspulen. Mit diesem grünen Pfeil. Das wusste ich tatsächlich nicht, weil es war eine Zeit lang tatsächlich so, dass du auf die Timeline klicken musstest und dann an der Stelle dann auf der Timeline dann sagen musstest, zum Manöver vorspulen. Jetzt ist es irgendwie so, dass man hier klicken muss. Keine Ahnung, seit wann das so ist, aber
Das ist so. Ich mache jetzt nochmal einen Quicksave. So, jetzt sind wir ja abgehoben. Und jetzt spulen wir mal vor. Genau. Und wenn ich dann am Manöver bin, hält er automatisch an. Warum habe ich jetzt eine rote Schubzeit? Ich gebe mal einfach jetzt Gas. Ach so. Schubzeiten. Keine Ahnung, warum das jetzt rot ist. Wir müssten eigentlich locker noch genug Treibstoff für die Aktion haben. Kein Plan. 51 Sekunden. Können wir sogar noch ein bisschen mehr vorspulen. Ich glaube, wenn ich selber vorspule, ist es ein bisschen präziser tatsächlich. Weil ich bremse nämlich nicht eine Minute, bevor der Punkt erreicht ist. Ich bin da etwas abenteuerlicher meistens unterwegs. So. 2, 1 und los. Genau, dann gucken wir mal, dass wir jetzt die Periapsis da hinbekommen. Da meinte gerade schon jemand im Chat, auf geht's zur Sonne. Nee, wir fliegen hier nicht zur Sonne. Das ist nicht das Ziel jetzt. Das machen wir nicht. Wir wollen hier jetzt landen gleich. Und stopp. Ja, 40, machen wir ein kleines bisschen. Machen wir mal 34.000. Sehr schön. So, jetzt haben wir noch ein bisschen Resttreibstoff übrig. Und den können wir ja dann hier hinten wieder einsetzen. Möglichst nah am Körbin. Um das Ganze nochmal ein bisschen hier abzubremsen, dass wir nicht ganz so hart wieder eintreten. Ich verstehe nur irgendwie nicht, warum er mir hier jetzt das Rot anzeigt. Das dürfte er eigentlich nicht machen. Er müsste eigentlich raffen, dass da noch genug Sprit drin ist. Wie sieht es denn aus mit den Tanks? Sind die eigentlich schon leer? Die können wir jetzt ja hier mal wegmachen, die Anzeigen. Oh, die sind schon leer gebrannt. Dann können wir die eigentlich loswerden. Dann kann ich die jetzt absprengen schon. Jetzt genau, perfekt. Tschüss, Tanks. Dann haben wir schon mal eine Sorge weniger. Brauchen wir auch wieder ein bisschen weniger hier Delta V und so. Komisch, jetzt zeigt er mir das wieder richtig an. Ist alles sehr merkwürdig, wenn ihr mich fragt. Jetzt sehe ich natürlich nicht, wie viel Schub ich hier noch zur Verfügung habe, so richtig. Gehen wir mal auf Nummer sicher. Ja, so ja irgendwie nicht, ne? Das ist irgendwie merkwürdig gerade. Ist irgendwie seltsam. Das verstehe ich jetzt nicht. Aber ich versuche es jetzt trotzdem mal so. 35. Wir können ja mal gucken. Wir können ja mal ein bisschen... Ich kann ja quicksaven noch. Bevor wir das Manöver machen. Falls es schief geht. Spulen wir mal ein bisschen vor. Dann mache ich einen quicksave. Und dann machen wir das Manöver. Dann bin ich mal sehr gespannt, ob das klappt. Oder ob es schief geht. Wir werden es sehen. Wir brauchen mehr Müll im Weltraum. Ja, genau. Wir müssen mehr abwerfen, bevor wir landen. So, wichtig ist dann jetzt gleich, dass ich vor dem Wiedereintritt auf jeden Fall die Düsen absprenge. Und dass ich mich mit der Schnauze nach vorne ausrichte, in Richtung Atmosphäre. Weil die Schnauze hier ist nämlich der stabilere Teil tatsächlich. Der hintere Teil ist nämlich der verwundbarere. Also ich muss mich quasi umdrehen einmal. So, speichern wir mal schnell. So, jetzt bin ich gespannt. Ich spule mal noch ein bisschen vor jetzt. 9 Sekunden muss ich Schub geben. Gucken, ob das geht. In 24 Sekunden. In 20 Sekunden. In 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Also die Anzeige hier ist wahrscheinlich gerade sehr fehlerhaft. Ich schaue jetzt hier einfach mal auf meinen Treibstoff. Okay, stopp, warte mal. Wie sieht die Periapsis aus? Geht die zu weit hoch jetzt? Nee, eigentlich nicht. Die bleibt eigentlich recht solide erstmal. Dann brenne ich jetzt einfach so lange, bis ich keinen Stoff mehr habe. Das müsste eigentlich passen dann. Ups. Ja, ja, ja. Solange die auf 34 bleiben. Okay, jetzt haben wir, glaube ich, nichts mehr. Jetzt ist es vorbei. Dann war die Anzeige doch gar nicht so falsch. Okay, dann sprenge ich jetzt meine Triebwerke ab. Perfekt. Und jetzt richte ich mich Prograde aus. Also in die andere Richtung.
Weil wie das auch bei den echten Space Shuttles so ist, die Unterseite ist die, die eher so ein bisschen widerstandsfähiger ist. Ein paar Teile kriegen jetzt natürlich Hitze ab. Das sind jetzt, glaube ich, die Solarpaneele tatsächlich, die da gerade ein bisschen Stress kriegen. Und wenn die weg sind, ist aber nicht so schlimm. Das macht nichts, wenn die wegfallen. Solange die Grundstruktur erhalten bleibt, ist das alles okay. Da sind unsere abgesprengten Tanks, oder? Ah ne, das sind die Düsen, die wir abgesprengt haben. Trümmer. So, da platzt gleich was. Es sind wahrscheinlich... Ja. Das waren die Solarpaneele, die sind jetzt weg. Bin gespannt. Solange die Fallschirme nicht weg sind, ist alles gut. Die Fallschirme dürfen nicht platzen. Das sieht aber gut aus. Die sind weit genug hinten, glaube ich, dass die nicht platzen. Die haben auch noch keine Schadensanzeige. Wir verlieren auch gerade Geschwindigkeit. Es läuft alles erstmal nach Plan. Auch wenn da gerade sehr viele Schadensanzeigen sichtbar sind, läuft gerade alles sehr, sehr nach Plan, muss ich sagen. Bin sehr zufrieden mit diesem Wiedereintritt. Tatsächlich ist es so, weil dieses Teil, das sind ja Flugzeugteile auch, ne? Das kriegt tatsächlich durch diese Form auch so ein bisschen so einen leichten Auftrieb später dann, wenn die Atmosphäre ein bisschen dichter ist. Also es fängt dann ein bisschen an zu gleiten in der Atmosphäre. Deswegen ist das jetzt gar nicht so schlecht, was da alles passiert gerade. Wir sind jetzt auch auf unserer Zielhöhe, die wir eingestellt haben, auf 34.000. Das passt also. Es sieht sehr stabil aus momentan. Die Schadensanzeigen sind da, aber sie werden erstmal nicht größer. Das ist schon mal gut. Weil es mir gerade auch gut gelingt, die Lage zu halten. Die Fluglage. Dadurch... Die kriegen ja nur Schaden, wenn sie Hitze abkriegen, ne? Also, nur dann erhöht sich ja dieser Balken, dann füllt er sich ja. Das heißt, momentan sind sie gut geschützt von der Struktur. Sieht ganz gut aus. 2300 Meter pro Sekunde. Jetzt hat er hier, die Kamera hat jetzt die Lage verändert, das heißt... Es sieht gut aus. Wir sind jetzt, glaube ich, auch schon so ein bisschen am Gleiten. Wir sehen das jetzt, weil die Höhe wird... Nur sehr langsam weniger. Guck mal, da unten ist das Space Center schon. Vielleicht landen wir sogar in der Nähe davon. Das wäre ja mal richtig geil jetzt. Schade, dass wir jetzt nicht noch ein bisschen schneller Geschwindigkeit verlieren. Das wäre jetzt richtig geil noch. Wir verlieren leider gerade nur sehr langsam an Geschwindigkeit. Ja, wir werden wahrscheinlich notwassern, wenn ich mir das so angucke. Wir werden auf jeden Fall notwassern müssen. Jetzt hat er auch sogar eine stabile Fluglage. Jetzt muss ich gar nicht mehr korrigieren. Jetzt bleibt er sogar so. Da ist das Space Center, direkt unter uns. Da drüben, da. Der graue Fleck da auf der Landmasse. Der helle graue Fleck auf der dunkelgrauen Landmasse. Da unten. Gar nicht so schlecht. Wenn ich noch ein bisschen früher runtergekommen wäre, dann wären wir sogar da gelandet. So in der Nähe zumindest. Gar nicht so schlecht. Aber jetzt wird es eher eine Notwasserung an der Stelle. Ja, wir werden mitten in den Ozean runtergehen. Aber das ist gut, denn das Wasser beim Splashdown federt ein bisschen ab tatsächlich, wenn wir da mit Fallschirm runtergehen. Die Landestützen werden mir jetzt nur nichts bringen, die noch dran sind. Das ist ein bisschen schade. Und ich werde nicht rausfahren können mit dem Rover, also mit dem Buggy. Man könnte ja jetzt theoretisch ja auch noch auf Kerbin rumfahren, ne? Wenn man auf Land landen würde, könnte man ja wieder rausfahren mit dem Rover. Man kann ja abdocken und dann einfach rumfahren. 16.000. Jetzt muss halt die Geschwindigkeit auf Fallschirmgeschwindigkeit abfallen, bevor wir auftreffen. Bevor wir aufschlagen. Komm schon. 13.000. Kommt schon, Fallschirme, kommt schon. 500. 400. Ich glaube, bei 300 oder so können wir sie aufmachen. 1000 Meter, 10.000 Meter. Jetzt! Hervorragend, ausgezeichnet. Dann machen wir mal gleich auch das Fahrwerk raus. Auch wenn das jetzt nicht viel bringt, ja, aber... Das ist fürs Ego. Ich behaupte jetzt einfach mal, dass an diesem Punkt nicht mehr viel schief gehen kann. Die unten denken sich so, oh nein, ein Komet. Die denken sich so, Michael Bay macht Armageddon 2, denken die sich. Bill Kerman, er kehrt zurück. Er kehrt zurück. Mal sehen, wie viele Forschungspunkte wir dann kriegen für die ganzen Sachen, die wir da jetzt mit dem Rover zurückbringen und die Proben und alles. Müsste auf jeden Fall ein Eckchen sein. Also ich denke mal jetzt so um die 100 müssten das auf jeden Fall sein.
Jawohl! Nicht schlecht, meine lieben Freunde. 7 Meter pro Sekunde. 8 Meter pro Sekunde. Es wird aber noch ein bisschen softer. Willkommen kehrt zurück. Juhu! Und es schwimmt. Guckt euch das an. Kann ich jetzt eigentlich noch... Warte mal. Jetzt will ich das mal gerade ausprobieren. Kann ich eigentlich jetzt mit den RCS-Düsen... Wir haben ja noch RCS. Kann ich jetzt damit eigentlich im Wasser fahren? Wenn ich jetzt... RFS aktiviere. Nee, warte. Ja, Mann, ich kann schwimmen. So, wenn man jetzt ganz viel Zeit hat, also so ungefähr ein paar Tage, könnte man jetzt damit Gas geben und da ein bisschen so zurücktreiben lassen zum Space Center. Das machen wir jetzt aber nicht. Wir bergen das jetzt mal. Ja, oh, 501 Wissenschaft. Geil, Seismischer, genau, ich kann das Wort nicht aussprechen. Seismischer Scan hat 2x80 Wissenschaft gebracht, nicht schlecht. Die Oberflächenprobe hat nochmal 120 gebracht. Geil. Also Seismischer Scan, der bringt eindeutig was, nicht schlecht. Und wir haben nochmal Kohle gekriegt, aus geborgenen Teilen. Und Bill haben wir zurückgeholt. Der hat jetzt zwar nichts bekommen, aber immerhin. Nice, 500. So, da können wir gleich mal investieren gehen, würde ich sagen. Uns fehlen ja noch so ein paar Sachen hier. Warte mal, was können wir denn investieren? 300 Punkte kosten jetzt natürlich die ganzen Sachen hier. Was war denn das hier nochmal eigentlich? Ach ja, die Brennstoffzelle, die hatte noch gefehlt, ne? Temperaturregelungssystem. Solarmodulgruppe Gigantor XL. Akkukasten Z1K. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht hier mit der Brennstoffzelle. Da braucht man aber dann, glaube ich, genau, da braucht man Flüssigtreibstoff und Oxidator, um Strom zu erzeugen. Also da muss man dann noch Treibstoff mitnehmen für die Brennstoffzelle. Muss man dann halt berücksichtigen. Wenn man keinen Treibstoff mehr hat, hat man auch keine Energie mehr, ne? Das ist halt das Ding. Muss man alles auf dem Schirm behalten, tatsächlich. Also ist es halt so eine Frage, ob man die Brennstoffzelle überhaupt braucht. Oder ob man nicht vielleicht lieber was anderes mitnimmt. Weil es gab nämlich noch irgendwie so ein... sowas, was der Marsianer auch dabei hatte, hier, der Mark Watney, was der dann da aus dem Rover ausgebaut hat. Was irgendwie durch Zerfall, radioaktiven Zerfall, Energie erzeugt. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie man das nennt hier. Radioisotopen-thermoelektrischer Generator, genau den hier. In zwei Größen gibt's den. Aber der ist leider hier bei, der kostet 1000 Forschung. Aber da müssen wir sowieso das hier freischalten mit der Brennstoffzelle. Deswegen mache ich das jetzt einfach mal. Dann kommen wir da nämlich schneller hin. Und dann haben wir hier nämlich auch wieder neue Forschungsmöglichkeiten freigeschaltet. Alter, das kostet hier 550. Krass, wir müssen mal jetzt so eine richtig krasse Forschungsmission machen, wo wir mal so richtig viel bekommen. Wo wir so richtig absahnen. Und da bin ich jetzt mal dafür, dass wir jetzt mal unsere Duna, nicht unsere Duna, sondern hier unsere Eve-Missionen mal machen. Wissenschaftsdaten aus dem Weltraum um Eve und Wissenschaftsdaten von der Oberfläche von Eve. Ich habe Bock, jetzt eine Eve-Sonde zu bauen, die landen kann, wieder starten kann, andocken kann und zurückfliegen kann nach Kerbin, damit wir die Daten dann bergen können. Da habe ich jetzt mal richtig Bock drauf. Das will ich unbedingt mal machen. Das ist aber sehr, 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 sehr kompliziert, weil Eve wirklich eine sehr große Anziehungskraft hat. Und eine sehr dichte Atmosphäre. Das heißt, wir brauchen sehr starke Raketen, um selbst eine kleine Sonde wieder zurückfliegen zu lassen von Eve. Das ist gar nicht so ohne. Da müssen wir bringe Vulkangestein mit, was? Bringe Vulkangestein von Eve nach Kerbin. Okay, dann akzeptieren wir die Mission hier gleich noch. Haben wir noch irgendwelche Eve-Missionen zufällig? Bringe einen neu entdeckten Asteroiden Klasse A in eine Umlaufbahn. Das müssen wir auch unbedingt mal machen. Da können wir jetzt mit unserem Space Shuttle das ja auch machen. Befördere drei Touristen sicher an ihre Ziele. Bringe einen neuen Asteroiden der Klasse E in eine Umlaufbahn um Mun. Flüssigkeitstriebstoff testen. Ja, das Testen, das machen wir mal nicht. Genau, ich würde sagen, wir kümmern uns jetzt mal um die Eve-Mission. Ich weiß nicht, ob wir das mit dem Vulkangestein hinkriegen. Ein Körbel soll den Fund aufnehmen und nach Kerbin bringen. Ich glaube, das werden wir nicht hinkriegen. Ich meine, gut, wir könnten natürlich auch einen einzelnen Länder gleich versuchen, dahin zu bringen, noch wenn wir schon dabei sind. Aber Eve-Länder sind halt eine schwierige Sache. Also, da muss ich mal schauen. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall uns mal ins Space Center begeben. Wir haben übrigens 2 Millionen, weil vorhin Leute gefragt haben, wie viel Geld wir haben. Wir haben 2,7 Millionen. Das müsste eigentlich für unsere Eve-Mission locker ausreichen. Also, wir brauchen einen Länder. So, und der muss
Der muss leicht sein, der Länder. Der muss sehr, sehr, sehr leicht sein. Also das heißt, wir müssen die leichtesten Teile benutzen, die wir für unser Geld hier bekommen können. Zum Beispiel hier diese Landebüchse MK1. Das ist das Größte, was wir da hinschießen sollten, weil wir wirklich sehr, sehr starke Raketen brauchen, um allein diese 0,66 Tonnen wieder von Eve abheben zu lassen. Eve ist nämlich, ihr müsst euch Eve vorstellen wie so eine Art Höllenvariante von Kerbin. Kerbin ist quasi, also Eve hat nochmal eine viel dichtere Atmosphäre und eine größere Anziehungskraft als Kerbin selber. Das heißt, wir brauchen ungefähr denselben Schub, um von dort, also eigentlich mehr sogar, um von dort wieder wegzukommen von Eve. Das ist ein bisschen das Problem bei Eve. Das heißt, unsere Landestufe und unsere Startstufe muss ungefähr genauso viel enthalten, wie wenn wir jetzt von Kerbin starten. Und deswegen müssen wir da so platzsparend und so kompakt wie möglich bauen. Also da ist wirklich jedes Gramm, was wir zu viel mitnehmen, ist fatal. Weil wir das wieder wegschaffen müssen dann. Oder wir müssen es vor Ort abwerfen. Das heißt, auch bei der Wissenschaft müssen wir jetzt sehr wählerisch sein, was wir mitnehmen. Also wir dürfen jetzt nicht hier irgendwie 2 Thermometer auf jede Seite packen und so. Das ist tödlich. Das ist ganz, 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 ganz tödlich, wenn wir das machen. Ich gebe jetzt hier mal ein, Eve Lander MK1. Schauen wir mal, ob wir das jetzt hinkriegen. Ich bin sehr gespannt. So, dann packen wir erstmal die Forschung ran. Hier so einen mysteriösen Schleim nehmen wir mal auch mit, auch wenn das jetzt natürlich auch sehr viel Gewicht ist. Genau, wir müssen wirklich jedes kleine Gramm muss wohl überlegt sein, auf jeden Fall. Da müssen wir wirklich aufpassen. Das kann wirklich sonst richtig, richtig haarig nach hinten losgehen hier. Was haben wir denn sonst noch? Warte mal, wir haben hier auch noch diese Experimentallagerbox, 0,05 Tonnen. Die nehmen wir mal vielleicht auch mit tatsächlich. Und baggern da mal unsere Forschungsergebnisse dran. Und dieser Kasten führt nämlich auch dazu, dass wir mehr mitnehmen können. Das ist nämlich so das Ding. Also der enthält nämlich Lagerplatz für die ganzen Sachen. So, dann brauchen wir natürlich Fallschirme. Wir müssen auf Eve auch mit Fallschirmen landen. Das ist das Ding. Aber wir müssen die Fallschirme so anbringen, dass unser Körbel die auch wieder resetten kann. Weil der die ja dann wieder braucht für die Rückreise. Ich meine, wir könnten es auch so machen, dass wir die Fallschirme erst im Orbit resetten, wenn wir im Orbit sind. Aber dann müssen wir, dann können wir, wenn wir das machen, können wir nicht mit einem Piloten das machen, die Mission, weil der Pilot kann nämlich die Fallschirme nicht resetten. Das kann nur der Mechaniker, das kann nur Bill. Das heißt, wenn, dann müssen wir mit Bill hinfliegen. Und vielleicht noch eine Steuerungs-KI mitnehmen, damit wir die ganzen Steuerungsoptionen haben, die Bill sonst nicht hat. Weil Bill kann ja nicht mit Retrograd und Prograde ausrichten und solche Geschichten. Das kann der ja nicht. Das heißt, wir müssten hier noch diese Sonde mitnehmen. Für die Steuerungsmöglichkeiten. So. Und dann müssen wir noch schauen, dass wir, genau, Fallschirme noch mitnehmen. Und da brauchen wir jetzt halt möglichst große Fallschirme. Dann können, wenn wir jetzt nämlich das mit Fallschirmen machen, können wir uns das nämlich sparen, eine Landestufe zu benutzen, weil Eve halt einfach so eine dichte Atmosphäre hat, dass wir eigentlich nur ein Hitzeschild brauchen. Also, dass wir quasi mit der Atmosphäre abbremsen. Weil die Atmosphäre ja, wie gesagt, sehr dicht ist. Und eine dichte Atmosphäre führt dazu, dass du halt keine Düsen zum Landen brauchst. Das ist der Hitzeschild, den wir dann auf Kerbin brauchen. Wir brauchen jetzt ja noch Düsen für den Start, dass wir wieder abheben können auch. Und wir brauchen Leitern, das ist nämlich auch das Ding. Durch die hohe Anziehungskraft nützen uns die Düsen von den Körbels an ihren Raumanzügen nichts auf Eve. Weil die dann da nicht abheben können damit, weil die zu schwach sind. Wir brauchen Leitern, die wirklich bis zur Luke hochgehen, wo die auch wirklich reinklettern können wieder. Sonst bleiben sie zurück tatsächlich. Das sind so die Sachen, die man bei Eve unbedingt beachten muss. Das ist ganz wichtig. So, wir brauchen eine Return-Stufe. Auf jeden Fall. Warum ist das jetzt hier so blitzelig? Was soll das? Warte mal. Ist das die richtige Größe? Ich glaube, das ist die falsche Größe. Warte mal. Ich glaube, ich muss noch eine Nummer kleiner nehmen beim Hitzeschild. Ich glaube, das ist die richtige. Weil sonst muss ich auch so riesige Raketen darunter bauen. Das will ich ja gar nicht. Ich will da eigentlich nur diese... Diese Größe will ich eigentlich benutzen. Das wäre eigentlich besser. Für so eine kleine Rakete. Genau. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Das ist das zentrale Triebwerk.
Oder warte mal, können wir das... Warte mal, wir machen das ein bisschen kürzer lieber. Lösch das mal. Wir machen das lieber ein bisschen kürzer und verteilen lieber noch mehr Stufen auf die Seiten, sodass wir mehr absprengen können. Das ist, glaube ich, schlauer. Dass wir wirklich so eine... Dass wir fast schon so eine Blume erzeugen. So eine Blume aus Triebwerken. Die dann immer weniger wird. Es ergibt wahrscheinlich überhaupt keinen Sinn, was ich gerade erzähle. Aber ihr werdet wahrscheinlich es sehen und verstehen, wenn wir dann hinfliegen und wenn wir das dann machen. So, genau. Und dann müssen wir hier die Düsen benutzen. Und die müssen tatsächlich möglichst potent sein eigentlich. Oder sollten halt schon was können. Da müssen wir jetzt mal schauen. Nehmen wir jetzt mal... Ich muss auch mit der Größe schauen, dass das passt. Die, genau. Wir nehmen mal die. Wir nehmen mal diese Düsen. Oder wir nehmen... Nee, warte mal. Wir nehmen eine von denen und den Rest, den machen wir so. Und wenn wir jetzt dann... Wenn wir die jetzt nochmal ein bisschen niedriger nehmen, sodass wir uns Landestützen sparen. Das wäre eigentlich ganz gut, wenn wir uns irgendwie die Landestützen noch sparen könnten. Dass das einfach so an den, auf den Düsen einfach landet. Das wäre ganz gut. So, und jetzt brauchen wir natürlich noch Fallschirme auf den Düsen selber tatsächlich. Da nehme ich jetzt mal... Das machen wir jetzt einfach mal so, dass wir die kleinen Fallschirme nehmen dafür und nicht die ganz großen. So. Diese Fallschirmkombination müsste eigentlich bei diesem Fahrzeuggewicht auf Eve locker ausreichen, dass wir schön gebremst werden und keine Landestützen brauchen. Dass wir dann vor allem wieder starten können, weil das muss alles nach unten. Das muss alles komplett, ohne dass wir eine dieser einzigen Düsen zünden müssen, muss das alles nach unten. Das muss alles mit auf dem Planeten runter. 2038 Delta V würde uns das bringen. Da muss ich gleich mich nochmal informieren, ob das reicht, um von Eve wieder wegzukommen. Aber es könnte funktionieren, theoretisch. Bill stirbt langsam, Teil 3. Ja, mal gucken. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ob der jetzt da dann wieder wegkommt oder nicht. Testen auf Kerbin, ob man auch dort schon wegkommt. Ja, das stimmt. Das ist natürlich eine gute Idee. Da muss ich vorher nur noch die Stufenverteilung schnell machen. Und zwar ist der Plan auf Eve dann so zu starten wie auf Kerbin. Das heißt, erst wird das eine Triebwerk abgesprengt, dann das andere und dann zum Schluss ist nur noch die Zentralstufe da. Das ist so der Plan. Nur so kommt man von Eve weg. Sonst kann man es vergessen. Sonst funktioniert es nicht. Das Witzige ist, ich bin früher tatsächlich schon mal auf Eve gelandet, deswegen kann ich das so grob sagen auch. Ich habe das früher schon mal geschafft. Es ist wirklich sehr schwer. Im wahrsten Sinne des Wortes schwer. Es ist schwer, ist da wirklich wörtlich zu verstehen. Wir zünden natürlich alle Triebwerke gleichzeitig. So. Wenn wir mit der Stufe jetzt Kerbin verlassen können, dann müsste es eigentlich klappen. Genau, jetzt müssen wir noch hier die Sprengung abdingsen hier. So, jetzt muss ich mal gucken. Der hier ist der erste und dann der gegenüberliegende. Das wäre dann entsprechend dieser. Genau, so die müssen zuerst abgesprengt werden. Dann der nächste ist dieser. Das wäre dann entsprechend so. Genau, die zwei und dann die zwei. Perfekt, so. Speichern. Starten. Ich bin gespannt. Wenn wir jetzt hier abheben können auf Kerbin, dann müsste es für Eve eigentlich reichen. Wenn wir dann noch vor allem noch Resttreibstoff oben haben, dann müsste es auf Eve auch gehen. Und wir müssen ja die Fallschirme auch mit zurücknehmen, den ganzen Spaß, ne? Das ist jetzt auch so das Ding. Also SAS an, Schub und los. Okay, jetzt habe ich ein bisschen die... Jetzt habe ich ein bisschen den Schub nicht schnell, stark genug gegeben. Das müsste aber gehen eigentlich. Mal gucken. So, wir sehen die äußeren, die sind schon fast leer. Nein, scheiße! Ach, ich hab die Stufen wieder. Ich hab die Fallschirme falsch drin gehabt. Die müssen doch nach oben, Leute. Mann, spiel mir. Pass doch mal ein bisschen auf, Mensch. Eve-Atmosphäre beginnt bei 96.708,6 Metern und ist extrem dicht. Bei 11.250 Meter ist sie so dicht wie Kerbins Atmosphäre auf Meereshöhe. Ja, das meine ich halt, ne? Das muss man halt dann überwinden. So, jetzt aber. Jetzt machen wir es mal richtig. Nicht hier jetzt Treibstoff verschwenden und Fallschirme zu früh zünden. Das Projekt Eve, meine lieben Freunde. Eve! Ah, ich habe ja Jebediah Kerman dabei. Das wollte ich gar nicht. Ich würde auch Bill mitnehmen. Oh Mann, da muss ich auch gleich nochmal aufpassen. So, da sind die ersten Tanks leer.
Und wie gesagt, diese Fallschirme sind nur für die Landung auf Eve gedacht. Deswegen ist es nicht schlimm, wenn die abgesprengt werden. Im Gegenteil, das ist sogar gut, weil das Gewicht ist, was wir dann nicht wieder hochschießen müssen, während wir hochfliegen halt, ne? Also, wenn wir die dann halt verlieren einfach. Oh, Vorsicht. Oh. Er wird instabil. Das ist nicht gut. Und das mit Jebediah Kerman. Da brauchen wir, glaube ich, doch noch mal ein bisschen ein SAS. Ist gut, dass wir diese Tests jetzt machen, ne? Das sind ganz wichtige Tests jetzt. Vielleicht muss ich auch weniger Gas geben einfach. Machen wir das mal so. Und dann noch mal speichern. Und dann würde ich sagen, wir geben dem noch mal ein SAS jetzt. Das SAS wiegt 0,1 Tonne. Ja, das muss sein einfach, sonst... Sonst sind die Reaktions... Ich glaube, die Reaktionsräder, die hier drin sind, in der Sonde, die sind gar nicht so gut. Da brauchen wir schon noch mal welche. Jebediah Kerman als Testpilot. Ja genau, der ist jetzt der Testpilot. Der muss das jetzt reißen hier. So, jetzt schauen wir mal, wie es jetzt performt. Ich gebe ein bisschen weniger Gas jetzt. Sollte jetzt aber schon besser laufen. Das müsste jetzt eigentlich etwas aerodynamischer sein, das Ganze. Das ist nämlich auch wichtig. Aerodynamik ist auf Eve eigentlich noch viel wichtiger als auf Kerman, weil die Atmosphäre so dicht ist. Und da sind die Äußeren schon leer. Das geht jetzt natürlich bei den äußersten Tanks am schnellsten, ne? Weil die natürlich von 3 Triebwerken, nee, eigentlich von 5 Triebwerken leergezogen werden. Deswegen geht das bei den äußeren Tanks am schnellsten. Deswegen sind die am schnellsten abzusprengen. Bei denen hier dauert es schon länger, weil da ja nur noch 5 ziehen, ne? Also ihr wisst, was ich meine, ne? Da sind es halt, mehr. So, jetzt können wir die absprengen. Und die halten jetzt hier mit am längsten. Huch. Nein, was habe ich jetzt gemacht? Warum bricht es so aus? Das verstehe ich gar nicht. Warum bricht das so aus? Das darf es eigentlich gar nicht machen. Aber egal, warte mal. Das ist gut, dass wir das simulieren. Das ist nicht verkehrt. Ich starte übrigens gerade in die falsche Richtung, fällt mir mal gerade so auf. Bin gerade voll falsch ausgerichtet. Aber das ist gut, das sind alles Probleme. Wenn wir die jetzt haben und schon mal abchecken, dann sind die dann auf Eve nicht mehr so gravierend. Warum ist er denn so instabil? Das verstehe ich gar nicht. Er hat doch Kerman hier. Jebediah hat er doch an Bord. Er muss eigentlich voll stabil fliegen. Da stimmt irgendwas noch nicht mit dem Gleichgewicht. Irgendwas ist da falsch. So, jetzt sind die Äußersten weg. Ich glaube, da muss ich noch ein bisschen Optimierungsarbeit leisten. Das ist noch nicht ganz ausgereift, was wir hier jetzt haben. Vielleicht sollte ich auch noch Booster benutzen am Anfang. Es gibt ja noch so kleine Mini-Booster, die das Ganze nochmal ein bisschen unterstützen können. Oh yeah. 171.000. Also ich vermute jetzt einfach mal, treibstofftechnisch müsste es eigentlich hinkommen mit dem Schub. Ich müsste es nur besser regulieren noch. Das ist, glaube ich, gerade ein bisschen das Problem. Ich werde jetzt einfach mal abwerfen, die Triebstufe. Hat er jetzt die Fallschirme ausgelöst? Soll doch erstmal absprengen, Mensch. Unglaublich. Ich will mal schauen, wie das ist, wenn ich jetzt lande. Richte dich mal so rückläufig aus so ein bisschen. Und beschleunige mal. Ja, das ist mal ein ordentlicher Hüpfer jetzt gewesen. Nicht schlecht. Wenn ich jetzt lande, dann passiert ein Drama oder geht das? Und vor allem überlebt alles, was wir dabei haben. Und ist der Hitzeschild groß genug? Wird der Hitzeschild das aushalten jetzt? Ich bin gespannt. Sieht schon mal ganz gut aus. Nö, sieht gut aus. Er hat auch nichts verloren jetzt von der Forschung. Nö, ist alles gut. Alles super. Solarmodule brauchen wir natürlich noch dran. Ah, ich weiß, was das Problem ist. Ich glaube, der Strom ist das Problem. Kann das sein, dass das SAS einfach seinen Strom verliert? Wir haben ja noch 55. Okay, aber es hat funktioniert erstmal. Splashdown ist möglich. Ihr könnt mir auch gerne einen Daumen nach oben da lassen, wenn euch das Video gefallen hat. Und ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren, wenn ihr das noch nicht getan haben solltet, denn dann verpasst ihr auch kein Video. Abonnieren und Glocke aktivieren, denn ich mache noch andere Projekte, nicht nur Kerbal Space Program, zum Beispiel auch Satisfactory. Und dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Video. Bis dann, ciao, ciao!